geht? Willkommen auf meinem Channel. Alter, ich habe das so lange nicht mehr gesagt, dass ich das kaum noch kann. So, vorab Information, bevor es hier losgeht mit Post Malone. Es tut mir leid, dass ich momentan keine YouTube-Videos rausbringe. Das liegt daran, dass ich an meinem berühmten Dienstag, wo ich diese Videos immer aufnehme, manchmal zwei Videos, manchmal drei, dass ich da gerade was anderes mache. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich bin sehr beschäftigt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich nehme tatsächlich an diesem Tag, also jeden Dienstag, tatsächlich immer noch Videos auf. Aber es sind fünf pro Tag, also fünf am Dienstag, die nehme ich quasi auf, aber nicht für YouTube. Sondern, ich bereite da was für euch vor. Ich kann noch nicht mehr, also ich kann noch nicht drüber sprechen. Ich komme aber auf jeden Fall damit zurück und reingeschossen wie ein Komet und baller alles weg. Denn ich habe ein richtig geile Informationen am Start, sobald es losgeht. Ja, aber das Problem ist, man muss immer erst alles haben. Es muss fertig gebaut sein, ein Skelett muss stehen und dann kann ich so langsam darüber reden. Denn das, was ich mache, wird einzigartig sein. Das ist kein Scherz. Im Endeffekt mache ich ja gerade schon ein bisschen Werbung dafür. Jo, kommen wir zu Post Malone. Wir gucken uns das jetzt mal an. Wie ihr sehen könnt, sehen sie nichts. Nein, Quatsch, ihr könnt sehen, Post Malone ist hier am Start. Und zwar, da fehlen jetzt noch ein paar Gesichtstattoos, aber ich wollte ja immer ganz soft erstmal hier anfangen, weil sonst wird man so überhäuft von diesen ganzen Tattoos, die er im Gesicht hat. Fangen wir mal an mit dem ganz kleinen hier. Ach, guck mal, ich kann ja sogar ranzoomen. Kann ich noch mehr ranzoomen? Nee, das kann ich nicht. Hier hat er auf jeden Fall so ein Schwert, ein Schwertchen. Ja, Excalibur-Style. Hat er hier an der Seite, finde ich persönlich richtig geil. Ich hätte es aber noch näher zum Ohr hingesetzt. Weil ich finde da, wenn es in einer Linie ist, quasi mit so Beard, dann sieht das, sieht das richtig geil aus. Da hätte ich was anderes hingesetzt. Ich persönlich muss sagen, ich liebe Gesichtstattoos, wie man sehen kann. Ich finde das voll geil. Finde es aber ein bisschen scheiße, dass es im Trend ist. Ja, das heißt, viele draußen machen es natürlich nach. Ich war froh, als ich das damals hatte, da war das noch nicht so krass angesagt. Da hattest du wirklich nur Tattoos im Gesicht, wenn du quasi damit dein Geld verdient hast. Oder wenn du hier so ein Rocker-Typi bist und immer so weiter und so fort. Aber da war das noch ganz am Anfang, meiner Meinung nach. Also es wird dann irgendwann von Amerika noch mehr hier rüber geschwappt sein. Da haben es sonst immer nur so wirklich diese Bösen gehabt. Stay away. Auch, also ist geil, richtig geil platziert, finde ich übergeil, wie das hier so mit dem Schwung gemacht ist. Finde es nur scheiße, dass das Stay, also sprich das Y und von dem Away auch das Y, dass das beides gleich ist. Ich finde, er hat zweimal das gleiche sozusagen, einfach ist derselbe Schwung. Ich finde es scheiße. Ich finde, das sieht nicht cool aus. Ich finde, hier hinten hätte der Schwung anders sein können oder hier vorne. So, dann gucken wir mal Always. Und das andere kann ich gar nicht erkennen. Das steht da Tyrid, Alter. Tyrid? Was steht da? Ich kann es nicht richtig erkennen. Irid, Tyrid. Na, ist ja auch egal. Wird mir bestimmt irgendeiner da draußen irgendwann antworten und hier reinschreiben in die Kommentare. Finde ich natürlich auch geil, wenn hier was platziert ist. Und ich finde nur, das ist ein bisschen viel Schrift, ja, meiner Meinung nach. Er hat wirklich viel Schrift im Gesicht. Wenn ihr damit auch ein Problem übrigens habt, mit Gesichtstattoos, dass zu viel Schrift im Gesicht ist. Oder generell einfach, du ein Problem hast mit Gesichtstattoos. Lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare. Wie stehst du dazu? Wie ist deine Meinung? Ich finde, Kunst ist Kunst und Kunst sollte Kunst bleiben. Und deswegen kann ich dagegen nichts sagen, außer so meine persönliche Meinung von wegen, wie es gesetzt ist und ob es mir zu viel ist oder weiß ich wie. Ja? Ich finde halt, er hat drei Schriftzüge im Gesicht. Drei ist echt ein bisschen hart. Weil, also Schrift, ich rede jetzt nicht davon, wenn du hier eine Zahl hast oder weiß ich was, ich rede wirklich von Schrift. Ich finde, du siehst auf dem ersten Blick, wenn du sein Gesicht dir anguckst, siehst du extrem viel Schrift. Ja, also wäre mir persönlich zu viel. Ich gehe mal davon aus, dass er damals, als er angefangen hat, mit im Gesicht sich was tätowieren zu lassen, ich glaube, dass es der kleine Smiley ist. Ihr könnt ja wieder meiner Maus folgen, da ich hier alles am Rechner noch aufnehme. Ich denke mal, dass mit dem Smiley hat er angefangen und dann kam der Playboy-Hase, Bunny. Finde ich richtig schlimm. Würde ich mir niemals tätowieren lassen, also im Gesicht, vielleicht irgendwo anders hin als Gag oder weiß ich was, wenn ich irgendwas damit verbinde auch, aber so geht gar nicht, ja, finde ich, ist absolute Katastrophe, ich würde mir den Kopf schießen, finde ich, nee, geht gar nicht, aber der Smiley ganz cool und ich denke, das war sein erstes und dann wird das andere erst gekommen sein mit den größeren Dingen, ich glaube es, kann auch sein, dass es die Schrift unter dem Auge vielleicht als erstes war, wobei das schon echt ein bisschen gewagt ist am Anfang, wobei die haben so viel Geld, die können sich das auch alles wieder weglasern, da ist alles gut. So, kommen wir mal zu seiner Stirn.
mit dem Stacheldraht. Finde ich richtig scheiße. Vor allen Dingen sollte das noch erweitert werden, weil irgendwann wird er mal vielleicht weniger Haare haben und dann sitzt es einfach nur so, wie so ein Muster da drauf. Hasse ich immer. Ich finde, das muss immer alles angepasst sein, der Körperform. Aber so an sich, okay, kommt schon lustig. Ich glaube, Montana Black hatte auch sowas ähnliches. Hat er sowas? Hat er da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, finde ich auch nicht so cool. Also ich finde bis jetzt nur das Stay Away cool. Eigentlich generell auch die Schriften, aber halt, das wäre mir zu viel. Also ich würde mich nur für eins davon entscheiden und das dann wählen. Ja, kommen wir hier rechts. Da habe ich ja noch mal ein anderes Bild zu. Da gebe ich gleich mal meine Antwort zu. Hallo? Hallo? Hallo, nächste Bild? Achso, muss ich jetzt raus schwenken. So, und zwar, siehst du, schwenkt gleich nach rechts. Da haben wir, ich weiß nicht, was es sein soll. Erst dachte ich, das sind so Wassertropfen. Aber ich habe echt das Gefühl, entweder ist es einfach was Kunstartiges oder ist es wirklich eine Blume. Es kann auch eine Blume sein. Oder vom Baum irgendwie so oder vom Strauch irgendwas. Ich kann es mir nicht erklären, was es sonst sein soll. Keine Ahnung. Aber es sieht tatsächlich, muss ich sagen, es sieht richtig geil aus. Ich weiß nicht wieso, aber es hat richtig was. Es hat so viel, dass ich es auch haben will. Aber doch, vielleicht. Na, man, wer weiß. Es sieht wirklich, ich finde, es sieht richtig krass aus, ja. Es hat was. Irgendwie hat's was. Ich find's cool. So, gucken wir uns mal nichts an hier. Ja, jetzt kommen wir zur absoluten Vollkatastrophe, meiner Meinung nach. Ja. Wieso? Hier, das ist übrigens das, was ich meinte. Ja? Anstatt wirklich der Ritterhandschuh mit dem Morgenstern, da hätte ich das Schwert hingesetzt. Ich finde, das würde irgendwie cool aussehen. Wobei, vielleicht auch zu groß war das Schwert. Ja, ist ja auch egal. Eben das Seine. Ich finde auf jeden Fall der Ritterhandschuh mit dem Morgenstern viel zu heftig. Viel zu heftig. Weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wieso, weshalb, warum. Ich finde es zu krass. Also das ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe, meiner Meinung nach. Also es ist jetzt nicht schlecht gestochen oder so. Gar keine. Also ist gut. Aber mein lieber Scholli, ja, das ist schon, ist ein bisschen heftig. Das ist wirklich ein bisschen heftig, was er da im Gesicht hat. Vor allen Dingen, wie das auch hier so nach vorne geht. Ich weiß jetzt nicht, wie es abgeheilt aussieht. Das ist auf jeden Fall hier frisch gestochen. Das ist echt gewagt. Aber ich denke auch mal, dass er sein ganzes Gesicht irgendwann voll haben wird. Ich glaube, der hat da richtig Bock drauf. Und dann passt es auch irgendwie, wie er die Lücken da wieder füllen wird. Vielleicht hat er auch nur einfach nur einen Grund gesucht, um dann die Lücken zu füllen. Das kann natürlich auch sein. Aber das, finde ich, geht gar nicht. Also passt nicht irgendwie. So, ja, hier sehen wir es nochmal vom Weiten. Ja, sieht schon, also ich finde, es sieht schon echt ein bisschen böse aus. Es ist mir voll, ich finde es voll unplatziert und so. Das ist, nee, es ist nicht meins. Das finde ich nicht cool. Der Rest ist okay, aber so das, außer mit den drei Schriften jetzt, ist schon echt ein bisschen böse. So, und dann haben wir hier noch, die war natürlich vor dem Morgenstern, glaube ich, zwei Asse. Ah, nee, Quatsch, wir haben einmal eine Dame, sehe ich gerade, oder? Eine Dame, das ist doch ein Kuh. Hey, warte mal. Wieso hat er auf der Karte, das sind noch zwei Asse, aber wieso ist bei dem einen Kuh und bei dem anderen A? Gut, wird irgendeine Bedeutung haben, weil sonst ergibt es keinen Sinn, weil es gibt kein Ass, was ein Kuh hat, wo nur in der Mitte ein Symbol ist. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Doch. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob er noch mehr im Gesicht hat, aber bis hierhin war es das natürlich erstmal. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und mal weiter uns angucken, sowas. Ja, ich habe auch vor, mal so ein paar Rapper mir auseinanderzunehmen und mir, also auseinanderzunehmen, sage ich schon. Ich meine, mir anzugucken und dann das Thema auseinanderzunehmen. So meine ich das. Was die so alle machen, auch generell am Körper, aber hier fand ich jetzt gerade Post Melone. Fand ich sehr geil. Wollte ich schon die ganze Zeit ein Video zu machen, ne? Schon seit 3 Monaten oder so. Bam, aber keine Zeit. Ich muss immer für was anderes produzieren. Ja, an dieser Stelle gebt dem Video ein Däumchen nach oben, aktiviert die Glocke, aktiviert die Glocke und bleibt dran, wir sehen uns im nächsten Video. Ich versuche immer mal wieder ein bisschen was bei YouTube zu machen, wir müssen ja auch da ein bisschen am Ball bleiben, viele Leute, aber ich habe ja auch da genug Videos, ja? Das darf man jetzt nicht vergessen, da sind schon einige Videos drauf, die man sich angucken kann, aber nichtsdestotrotz, bleibt bitte geduldig und verzeiht mir, weil ich muss das machen. Ich denke mal, es wird auch bis April, Mai, Juni spätestens so, wird es auch fertig sein und dann kann ich es euch auch präsentieren, auch natürlich bei YouTube. Und dann, Leute, geht's wieder bam, 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 dann geht's los, wirklich, dann haben wir viel Zeit. Wie gesagt, ich versuche das hier mit den anderen hier so ein bisschen zu bearbeiten, dass es funktioniert, dass hier wir wirklich vor der
Linse sind und ein bisschen hier filmen und den Alltag filmen und sowas alles. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat, ne? Wir müssen das ein bisschen langsamer angehen. Jetzt habe ich echt über 10 Minuten gequatscht, das wollte ich nicht. Weil nicht, dass es wieder heißt hier so, ah, bis 10 Minuten Strecken und so ein Scheiß, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall cool. Oh, da ging gerade irgendein Fenster auf. Was haben wir hier? Ich verdiene was am Tag? Ja, verdienst du sowieso nicht, Hurensohn. Hau rein, bis dann. Oh, scheiße, Video wurde jetzt entmonetarisiert durch Hurensohn. Egal, wir sehen uns, bis deine Antenne. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Peace. Puh.